Hallo Kackbratzen. Sure, he's out saving the planet, but he has a fresh mouth, this kid. Does he kiss his mother with that mouth? Stellt euch vor, wir befinden uns am Ende der 90er Jahre und ihr seht eine Werbung für ein brandneues Videospiel. Diese Werbung ist so abgefahren, dass ihr es unbedingt kaufen müsst und so bleibt euch nichts anderes übrig, als euer Sparschwein zu schlachten, um diese komplett logische und wichtige Investition tätigen zu können. Es mag sich vielleicht nur um einen Plattformer handeln, aber erstens wird dieses Spiel von Sony veröffentlicht und sogar entwickelt, womit man zumindest sicher sein kann, dass man ein qualitativ hochwertiges Produkt erhält und zweitens scheint die Story des Spiels es mit einem Looney Tunes aufnehmen zu können, was demzufolge jede Menge Spaß verspricht. Das Spiel hieß Blasto und darin sollten wir die Rolle eines möchtegern Superhelden übernehmen, der anscheinend im Fitnessstudio das Beintraining vergessen hat. Er ist ein Flash Gordon für Arme, ein absoluter Idiot, aber die einzige Rettung, die Erde vor einer außerirdischen Bedrohung zu retten. Was sollte also schon schief gehen? Alles. Gottverdammt nochmal alles. Can you do it, Blasto? Is a frog's butt water tight? Wenn man treue Fans mit nur einem Spiel ruinieren kann, dann ist es Blasto. Der Grund für einen tiefgreifenden Vertrauensverlust und eine große posttraumatische Belastungsstörung. Gut, vielleicht nicht so groß wie die, die einem ein Bubsy 3D verschaffte, aber insgesamt wurde es mit Blasto definitiv nicht besser. Piece of cake. Das Schlimme daran ist, dass es grundsätzlich auch kein schlechtes Spiel ist, wenn man mal die Steuerung außer Acht lässt. Auf der anderen Seite ist ein Plattformer allerdings ein Ding, das auf Teufel komm raus auf eine perfekte Steuerung angewiesen ist. Ihr könnt vielleicht sehen, was im Grunde das Spiel dann doch leicht scheiße macht. Long have the humans sat fat and safe on their shiny blue planet. Die Story ist schnell erklärt. Ein außerirdischer Typ namens Bask ist aus der fünften Dimension entkommen, um nun die Erde zu zerstören, nachdem er schon den Uranus aufgerissen hat. Zu schade, dass dieser Witz im Deutschen nicht funktioniert, aber es ist ungefähr auf diesem Niveau, auf dem sich der Humor des Spiels befindet. And remember, Uranus is on the line. Verantwortlich für den leicht albernen Ton des Spiels war der Comedian Phil Hartman, der sich mit der Saturday Night Live Show seinen Namen machte und die Original-Synchro-Stimme von Troy McClure in den Simpsons war. Die Betonung liegt allerdings auf dem Wort »war«, denn leider hatte er mit seiner letzten Frau nicht allzu viel Glück. Die alkohol- und drogenabhängige Bryn Omdahl, mit der er sogar zwei Kinder hatte, war nicht ganz so zufrieden mit seinen Arbeitszeiten, was dazu führte, dass sie ihn mitten in der Nacht und im Schlaf erschossen hatte. Phil Hartman hauchte Blasto Leben ein und spendierte dem Spiel einige denkwürdige Zitate. Oh, Mama! Er ging voll und ganz in seiner Rolle auf, aber wer konnte schon ahnen, dass das sein letztes Projekt werden sollte? Es ist traurig und ich wünschte ehrlich, dass sein Schwanengesang einen besseren Ton getroffen hätte. Der Mord an der im Spiel wohl wichtigsten beteiligten Person verursachte leider auch in der Entwicklung Probleme, womit das Spiel dann leider später als geplant veröffentlicht werden konnte. Mal von dieser wirklichen Tragödie abgesehen, konnte man nicht ahnen, dass Blasto eine Gurke sein könnte. Der abgefahrene Stil, die bunten Farben und der grandiose Humor hätten wirklich die Grundlage für ein perfektes Spiel sein können, aber leider kam es dann doch anders. Wie gesagt, ist Blasto ein Plattformer mit Level, die extrem an die Cartoons mit Marvin den Marsmenschen erinnern. Alles ist voller Laufstege, die auf unerklärlicher Weise im Weltraum schweben, Maschinen mit großen Knöpfen, unter denen bitte nicht drücken steht, und alles ist vollgepackt mit den typischen Gags und Slapstick-Einlagen, samt spindeldürren Aliens mit riesigen Köpfen, die euch trotzdem ziemlich fies den Arsch aufreißen werden. Und nun gibt es nur einen Helden, der die Welt noch retten kann. Blasto, der größte Idiot aller Zeiten. Um sich nun gegen die Vielzahl der grässlichen Außerirdischen besser zur Wehr setzen zu können, ist unser Held mit einer mächtigen Strahlenkanone ausgestattet. Neben dem normalen Piu-Piu-Piu kann man die Schusstaste für ein paar Sekunden lang gedrückt halten, um einen mächtigen Schuss abzufeuern, und wenn diese Schlagkraft nicht reichen sollte, gibt es im ganzen Spiel Power-Ups verteilt, wie hitzesuchende Raketen oder auch Flammenwerfer, mit denen man für kurze Zeit den Gegnern den Aas machen kann. Oh, I'm good. Das Spiel bietet allerdings mehr als nur im Weltraum fliegende Plattformen. So kommen wir auch durch Wüsten, kämpfen uns durch das Abwassersystem einer außerirdischen Stadt und tauchen in die wässrigen Spalten des Uranus ein. Um im Level voranzukommen, ballert man nicht nur auf Aliens, sondern drückt ab und an auch ein paar Schalter, um Türen zu öffnen. Eigentlich nichts Aufregendes und es klingt nach einem komplett normalen Plattformer. Allerdings dauert es nicht lange, bis man feststellen wird, dass der größte Feind eben nicht die Aliens sind, sondern das Gameplay und die Steuerung. Es gibt zwei verschiedene Arten von Feinden.
Dürre Aliens und fliegende Untertassen. Beide sind bis an die Zähne bewaffnet und das klingt bis jetzt auch nicht wirklich ungewöhnlich. Allerdings haben die Feinde die Angewohnheit, nicht wie üblich vor euch aufzutauchen, sondern sehr, sehr oft neben oder hinter euch. Was leider bedeutet, dass man sehr oft und sehr schnell gegrillt wird, ohne dass man überhaupt weiß, woher der Schuss kam. Nur sehr selten tauchen Feinde dort auf, wo man sie normalerweise erwartet, und die Sache wird dann noch schlimmer, wenn ausgerechnet dann, wenn es zu komplizierten Sprungsequenzen kommt, die Anzahl der Feinde sich schlagartig erhöht. Das als frustrierend zu bezeichnen, wäre eine komplette Untertreibung. Das ist aber noch nicht alles. Feinde haben die spezielle Fähigkeit, auch durch Hindernisse wie etwa Kisten schießen zu können, während eure Schüsse selbstverständlich von ihnen geblockt werden. Was das Gameplay betrifft, so versucht das Spiel sein Bestes zu geben und am Anfang scheinen die Probleme sich noch in Grenzen zu halten. Ich gehe sogar so weit und behaupte, dass grundsätzlich das Spiel sogar Spaß macht. Man klettert auf Kisten, verschiebt Kisten, um so wiederum auf andere Kisten zu klettern, durchquert an sich wunderbar gestaltete Level und sucht nach verlorenen Babes, die einem ein zusätzliches Leben einbringen, und ballert auf Aliens. Well, hello, Nurse! Und zu Beginn sind die Level auch noch allesamt so gestaltet, dass man immer weiß, wohin man eigentlich laufen und welchen Schalter man drücken muss. Ab dem vierten Level scheint das Spiel aber dann komplett auseinanderzufallen. Level Nummer 4 spielt in den Dünen des Uranus und das Ding ist so groß, dass man überhaupt keinen Plan hat, in welche Richtung man laufen soll. Zusätzlich hat man so viele Feinde ins Level geworfen, dass man vermutlich früher stirbt und aufgibt, bevor man überhaupt herausfindet, wo das Ende des Levels ist. Und vielleicht habt ihr es schon geahnt, denn es wird noch schlimmer. Hier bekommt man echt das Gefühl, dass die Entwickler eine Line Koks zu viel gezogen haben, denn man hatte die grandiose Idee, hier auch Plattformen aus der Hölle ins Spiel zu werfen. Plötzlich zerbröckeln diese Plattformen unter euren Füßen und um euch zu retten, müsst ihr so schnell es geht auf die nächste hüpfen. Allerdings bewegt sich diese hin und her, was es verfickt schwierig macht, seinen Sprung überhaupt gut zu planen. Das Ganze wird dann noch schwieriger, da man in 3D so absolut schlecht die Tiefe einschätzen kann, was bedeutet, dass man nicht unbedingt ein gutes Timing benötigt, sondern sehr, sehr viel Glück. Und natürlich wimmelt es dann noch von Feinden, was dieses Schlamassel nur noch verschlimmert. Come here! Hey, Baby! Vielleicht wäre das ja noch in Ordnung, wenn sich unser Held dann wenigstens einigermaßen gut bewegen würde. Die Knopfeingabe ist schon ziemlich verzögert und verschlimmert wird dies scheinbar, wenn man das Spiel auf der PS3 spielt, da der Bluetooth-Controller ein zusätzliches Lag erzeugt, was dem Spielspaß den letzten Nerv raubt. Das viel größere Problem ist aber, dass die Bewegungen an sich steifer sind als der Penis von Pinocchio. Blasto dreht sich so unglaublich langsam um seine eigene Achse und bewegt sich insgesamt auch so flott wie eine Schnecke, dass man den Controller einfach nur mit Schmackes gegen die nächste Wand donnern möchte. Dann erinnert man sich wieder, wie teuer diese guten alten Original-DualShock-Controller für die PS3 geworden sind und versucht einen Moment lang einfach nur zu atmen. Wer meint, mit Bubsy 3D seinen Endgegner gefunden zu haben, der sollte unbedingt von Blasto Abstand nehmen. Denn wie gesagt, fällt das Spiel ab dem vierten Level komplett auseinander und wird so unfassbar schwierig, dass man spätestens hier einfach keinen Bock mehr hat. Es scheint, dass diese Art von Plattformsprungmechanik in 3D-Spielen einfach nicht funktioniert. Aber andere Spiele haben es ja auch gut hinbekommen, indem sie klar gekennzeichnet haben, wohin man springen muss, hervorragendes Timing boten und nicht zu viele Fälle enthielten, in denen Spieler fortgeschrittene Sprünge ausführen müssen, während sie von Feinden beschossen werden. Also ist es offensichtlich machbar. Und das ist so unfassbar schade, denn grundsätzlich ist Blasto ein absolut lustiges Spiel und sogar die Musik macht eine absolut gute Figur. Well, hello, ladies! Now, girls, one at a time. Ladies, there's no need to be like that. If you could just pass me my pants, I'll be on my way. Oof! Das ganze Design, der leicht dumme Humor mit den leicht dämlichen Sprüchen verschaffen dem Spiel einen so komödiantisch perfekten Flair, dass man es eigentlich unbedingt auf seine Must-Have-Liste setzen müsste. Allerdings muss man dann auch schon wieder ein Masochist sein, denn es gibt unfassbar viele Schmerzen. Sehr selten kommt es auch zu witzigen Begegnungen mit Aliens, die einem zudem vermitteln, dass es sich nicht nur um ein Spiel handelt, sondern auch um einen immersiven Zeichentrickfilm. Oh, Mama! Aber leider passiert das zu selten und dann reicht es trotzdem nicht aus, um von der absolut beschissenen Steuerung abzulenken. Selbst die Grafik ist für einen PS1-Titel gar nicht mal so schlecht. Man hätte den Titel einfach besser optimieren müssen. Das Timing, das man von Spieler erwartet, und einige Perspektiven im Leveldesign, die sich dann auf die Spielmechanik auswirken, sind einfach unterirdisch. Blasto hätte eines der besten und lustigsten Plattformer auf der PS1 werden können, der sich nicht hinter den anderen Genregrößen verstecken hätte müssen. Aber so bleibt das Spiel sehr, sehr weit hinter den Erwartungen zurück. Wer trotzdem einen Blick drauf werfen möchte, kann das gerne tun, aber macht euch auf sehr viel Frust und psychische Schmerzen gefasst. It's me, all right, Commander, with a big mission accomplished. Uranus is littered with extra crispy bad guys. You might want to send somebody up there to hose the planet down. Either that or have a bake sale. Good Lord, Blasto, we thought you were done for, man. Let's just say, Commander, that if we were in France, he'd be le toast. Ha.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.